Warum ist das so wichtig, Vedana-Upasana? Wie gesagt, ich war im Anfang nicht ganz einverstanden mit Buddhas Formulierung, dass Gefühlsbetrachtung sich nur auf angenehm, unangenehm, neutral bezieht. Fand ich zu wenig, weil wir mit Gefühlen all die Emotionen benennen. Er nennt aber nur dieses Gefühle. Und da habe ich mir angewöhnt, es Grundgefühle zu nennen. Wenn man ein bisschen Unterschied macht zwischen den unseren sogenannten Gefühlen und Emotionen und diesen Grundgefühlen. Es ist wichtig, weil von diesen Grundgefühlen diese Emotionen ausgehen. Und von den Emotionen gehen ja wiederum unsere Stimmungen aus. Und von den Stimmungen gehen Willensimpulse aus und von den Willensimpulsen gehen Handlungen aus. Es ist eine Reaktionskette, die, jetzt wartet man auch mit die Reaktionskette, die wird dann, wenn man im Ganzen mal schön sagen. Es fängt beim Körper an, ich habe einen Körper, ich habe Sinne, so geht der Buddha vor, so ganz genau. Ich habe einen Körper, der hat Sinne. Und Sinne finden ein Sinnesobjekt, was sie anschauen, hören, spüren, riechen, schmecken, denken können. Das ist das Sinnesobjekt. Und da gibt es einen Kontakt. Und durch diesen Sinneskontakt, oder Sinnesreiz könnten wir auch sagen, da kommt erst dieses Gefühl, das Grundgefühl auf. Das ist das erste Empfinden, ist dieses Grundgefühl. Da beginnt es. Und von diesem Grundgefühl, wenn wir das erste haben, da kommt die Wahrnehmung. Ich nehme es wahr. Wenn ich nicht meine Ohren offen habe oder ich schaue gar nicht hin, nehme ich es ja nicht wahr. Also ich wende mich hin und ich nehme es wahr, dieses Sinnesreiz. Und aus der Wahrnehmung kommen Gedanken, ganz klar, kommt Denken. Und aus der Wahrnehmung, aus dem ersten Grundgefühl mit Wahrnehmung und Denken entsteht erst die Emotion. Daraus entsteht sie. Ablehnung, Ärger, Wut, Freude, Glück, was auch immer. Und aus diesen Emotionen, was ich denn schon vorher gesagt habe, entstehen Stimmungen, weil die Emotionen die Tendenz haben, sich so auszubreiten, zu, wie nennt man das, generalisieren. Alles so überschütten. Erst hat man nur so eine ärgerliche Idee und wenn man die ärgerliche Idee füttert, dann ist auf einmal alles ärgerlich. Das ist ärgerlich und das stimmt nicht und das stimmt was nicht und so. Dann läuft das so ab und man hat die Stimmung. Es generalisierte Emotionen. Und aus dieser Stimmung heraus, dann kommen ja wieder die Impulse, ich will was anderes oder ich will nicht oder so, auch der Emotion schon alleine auch, muss nicht die Stimmung unbedingt sein. Es ist die Emotion selber, die das schon macht. Und wenn die Emotion weiter gefüttert wird, dann kommen Willensimpulse, nennt sich das Karma-Impulse, heißt es auch. Ich will etwas machen, haben oder nicht haben. Ich will etwas weghaben, ich will es so oder so haben. Das sind die Willensimpulse. Und aus dem Willensimpuls kommt dann die Handlung. Die Willensimpulse nennt der Buddha Karma, karmische Impulse. Weil nämlich die Handlung ist ja nur der Effekt aus dem Wollen, aus der Entscheidung, die ich getroffen habe. Das nennt man, diese Reihe läuft gewöhnlich automatisch ab, wenn man nicht achtsam ist. Sie läuft einfach so ab. Und er nennt sie bedingte Entstehungskette, weil eine Bedingung die nächste hervorruft. Und dies wieder eine Bedingung für das nächste. Das erste, dass man einen Sinneskontakt hat, ist die Bedingung dafür, dass es ein Grundgefühl gibt. Das Grundgefühl ist die Bedingung dafür, dass man etwas wahrnehmen kann. Die Wahrnehmung, Bedingung für das Gedanken dazukommen, dass man darüber nachdenkt. Gedanken, dann Bedingung für eine Emotion. Dies ist eine Bedingung für die Willensimpulse oder die Stimmung. Kann ja eins oder das andere. Bei Stimmung ist es ja oft zu Ende und man lässt sich, wenn man sich hineinfallen lässt, wird man ja sogar willensschwach oft. Will man gar nichts mehr.
Also das oder das meistens. Und aus dem Willensimpuls kommt dann bedingungsmäßig die Handlung. Ist doch klar, oder nicht? Und dann geht es darum, wenn wir diese Stimmung nicht haben wollen oder diese Handlung nicht wieder machen wollen, die wir vielleicht mal gemacht haben und war nicht gut, war unheilsam. Ja, was lernen wir daraus? Was kann man daraus lernen aus diesem ganzen bedingten Entstehungskreis oder bedingten Entstehungskette? Der Wurzel anfangen, das angenehm, unangenehm ist. Ja, na gut, was fängst du da an? Achtsam zu erkennen, dass es eben so ist oder so es nicht ist, weil das ist das angenehm, unangenehm wechselt ja auch. Das ist ja nicht so per se, weil im Moment, wo der Sinneseindruck im Gehirn verarbeitet wird, kommt in der Wahrnehmung, im Geschehen, Erkenntnis, also Gedanken dazu, Bewerten dazu. Das möchte ich nicht. Und genau. Wenn man da versucht anzusetzen, Wie setzt du da an? Was machst du? Ich einfach erkenne, dass ich das jetzt bewertet habe, wenn ich das jetzt will oder nicht. Ja, und was machst du mit dem Bewerten? Einfach mal erkennen, dass es... Ja, du hast jetzt bewertet, erkannt, ich bewerte. Was machst du denn? Kann man vielleicht ein bisschen Kette unterbrechen, dass es... Genau, es geht um das Anhalten. Mag ich nicht, bin ich krankig und... Du hast recht. Du hast da das... Du hast da richtig... gesehen, da erstmal erkennen, wo man da drin ist und dann anhalten, stoppen, mit Achtsamkeit stoppen. Ich muss es nicht weitermachen. Wo kann ich eingreifen? Manche greifen erst bei den starken Emotionen ein, weil die unangenehm sind, wenn sie negativ sind. Das ist aber sehr schwierig. Viel leichter ist das, was wir hier üben, bei dem Grundgefühl einfach mal bleiben und akzeptieren. Ohne dieses Wahrnehmende und dann von Gedanken Bewertende zuzulassen. Das muss man lernen. Denn unser Geist ist sofort dabei, schnell zu bewerten. Das Gute, Schlecht, darf sein. Ich habe das auch draußen, habe ich dann geschaut, ich habe erstmal zum Himmel geschaut, ach, die Wolken, die fallen mir gut, die ziehen mir so schön dahin. Und da kommen aber dunkle Wolke, hoffentlich Nachmittag nicht Regen, dass wir draußen Yoga machen können. Schon war es da, ne? Oder war was anderes, ne? Also, ja, die schöne Hauswand, die gelbe mit dem, hat mich auch gefreut, ja. Da dachte ich, ja, da haben wir auch viel Geld für ausgegeben im buddhistischen Zentrum. Aber es ist schön geworden. Wir sind sofort dabei, ne? Ganz, ganz rasch. Ist ja nichts Schlimmes, aber trotzdem, ne? Es ist immer sofort, die Gedanken sind dabei und sagen so und so. Also da mal sehen, das läuft so ab. Und lernen, es mal dabei zu lassen, unangenehm, unangenehm. Was hättest du, Elfi, was hättest du denn gemacht, wenn du es nicht dabei gelassen hättest, dein Bauch kneifen? Ja. Martina, Entschuldigung. Ja, massiert werden, vielleicht. Nee, jetzt wärst du dann aufgestanden, hättest dann... Naja, ich habe ihn eben... Hast ihn eben massiert, eben auch im Sitzen. Ja, hast du ja. Bitte, Hände drauf. Ja. Wenn man da stoppt mit angenehm oder unangenehm und nicht jetzt bewertet, kann man da nichts gegen etwas machen? Kann man nicht etwas aktiv tun? Das wollte ich nämlich vorher auch fragen. Eigentlich trifft es ja dazu, dass man nicht, wenn das unangenehm ist, ja, müssen ja. Ne? Im Grunde erstmal lassen. Erstmal. Und mit dem erstmal lassen schaut man viel klarer hin, als wenn es automatisch abläuft. Dass man einfach so diesen Ablauf so ohne, dass man hinschaut und erkennt, was los ist, da ist man immer in diesem Sog drin, es weiterzumachen. Man muss erstmal stoppen, hinschauen, aha, da ist das und das. Und dann ist ganz klar, dass dann wieder eine buddhistische Anweisung dann erfolgen würde, was ist jetzt heilsam oder unheilsam. Dann die Entscheidung nicht über angenehm, unangenehm laufen lassen, sondern über heilsam, unangenehm, unheilsam. Das ist etwas anderes als angenehm, unangenehm. Bitte? Heilsam ist etwas, was mir und anderen keinen Schaden zufügt.
unheilsam, was mir und anderen in irgendeiner, mir oder anderen, in irgendeiner Weise Schaden macht, was Leid macht. Und heilsam ist das, was kein Leid macht, weder bei mir noch beim anderen. Und dann, da gehört dann diese Entscheidung rein. Das ist richtig. Und dann kann man klar sehen, ja, es ist heilsam, dass ich jetzt meinen Bauch Wärme mit der Hand gebe. Es ist heilsam, heilt vielleicht den Schmerz. Okay, ne? Aber wenn du einfach so, ach, schon wieder Bauchweh, ja, muss ich denn zum Arzt, vielleicht muss ich doch heute noch ins Krankenhaus und so, dann bist du schon beim Denken und hier geschieht gar nichts mehr weiter. Wenn die Hand einfach drauf, ich habe jetzt Gutes getan, mehr kann ich im Augenblick nicht tun, dann ist das erstmal wieder beruhigt. Die Sache sozusagen erstmal erledigt. Dann schaut man weiter. Haben wir diese bedingte Entstehungskette klar? Die ist wichtig. Die ist eine wichtige Sache. Wenn man von seinen Stimmungen und Depressionen wegkommen will, und ich denke, das wollen viele, dann genau aufpassen. Und dann geht es um den Anlasser. Wer ist der? Der Diabolus. Das ist ein Diabolus, der, wo es immer wieder losgeht. Wenn man das Bauchweh-Beispiel nimmt und man ärgert sich darüber. Was sagen wir? Wenn man das Bauchweh-Beispiel nimmt und man ärgert sich darüber. Ja. Dann bist du schon weiter, ganz schnell. Du, ohne dass du es weißt, hast du schon, Bauchweh dürfte jetzt nicht sein, ich möchte jetzt schon meditieren. Und du hast Ärger, Ärger, Ärger. Dann kannst du den Ärger benennen, Ärger, Ärger, und guckst mal, haha, muss ich den annehmen? Bist du nicht ein reifer Mensch, der entscheiden kann? Na, guck mal. Muss ich mich, ja ärgern, heißt es gewöhnlich, nicht? Ich muss mich ja ärgern, weil was Unangenehmes da ist. Und da fragt man sich, muss ich? Oder ist das eine Idee, dass ich mich muss? Ja, ja, meine Frage. In dem Sinne ist auch ein Einschritt und so weiter ganz achtsam feststellen, verändern, weil entweder wir ertragen das, aber wenn du es achtsam, wie du sagst, ist es ja unangenehm. Achtsam ist richtig. Wenn man da vor dem Achtsam macht, man immer erstmal eine Pause. Achtsam geht ja nicht so, ich mache automatisch. Und da kommt schon mal diese richtige Pause, aha, was ist mit meinem Bein jetzt los? Aha, ich merke, unangenehm, unangenehm, aber ich glaube, ich halte das nicht länger aus. Ich nehme es achtsam und stelle es mal ab. Dann hast du eine klare Entscheidung getroffen und nicht ein automatisches Reagieren. Es geht um die klare Entscheidung. Gegenüber habe, der steckt ja derartig in der Stimmung. Wie kriege ich den überhaupt wieder an den Anfang, dass er überhaupt wahrnehmen kann, dass ja auch mal was Angenehmes kommt? Den kannst du nur ganz strikt auf die auf den Sinneskontakt im Jetzt hinweisen. Ihn richtig fast an die Hand nehmen. Komm, jetzt hier, beiß mal in den Apfel rein sozusagen. Nicht? Schmeck mal diesen Apfel. Das kann er hier nur im Moment schmecken. Es muss was ganz Momentanes, Jetziges sein, was die Sinne angeht. Das ist eigentlich der einzige Angelpunkt, wie man die dann ein bisschen wieder fixieren kann auf die Grundlage. Man muss dann auch nach der Wahrnehmung Stopp sagen, sofort. Ja, 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 und dann auch eben dann sofort sagen, nicht grübeln. Grübeln ist dann, wir grübeln nicht drüber, du schmeckst jetzt oder isst oder gehst jetzt spazieren und schaust in die Bäume oder so. Sinneskontakte. Das Hier und Jetzt ist das A und O, dass man Depressive wieder auf die Beine kriegt. Und, was ich auch festgestellt habe, auch mit anderen, wenn sie schon ein bisschen praktiziert haben oder überhaupt sonst ein bisschen ja bereit sind dafür, Vergänglichkeit, auch das vergeht. Du hast schon öfter mal eine Depression gehabt, du bist immer wieder rausgekommen. Du hast schon öfter mal eine Krise gehabt, du bist rausgekommen. Es vergeht. Und da ist die Vergänglichkeit etwas sehr Positives, als ein Positivum ansehen. Wenn man mit einem solchen Menschen, wenn er bereit ist, das ist natürlich sehr schwierig, wenn er tief in der Depression drin sitzt, ist er nicht bereit dafür. Wenn er nur eine depressive Stimmung hat, dann kann man das mal so über seine guten Erfahrungen von früher, irgendwas, Kindheitserfahrung oder sprechen, was gut war im Leben.
dem, dass er wieder sieht, die Werte wieder sieht, denn die verlieren ja dieses Wertegefühl. Man sagt, du hast als Kind, habt ihr nicht Ausflüge da und dahin gemacht oder habt ihr nicht, was hast du denn am liebsten getan oder so mit den Geschwistern oder mit wem oder was war am Geburtstag los, hast du einen schönen Geburtstag gemacht. Ganz was Simples, ganz auf diese Tour. Oder du gehst gerne in die Berge, was ist da der schönste Ausflug gewesen. Richtig was sehr Realistisches. Nur nicht, sonst, der grübelt ja von alleine so viel, der Mensch. Der ist ja gerade das Grübeln bei dem, so was man stoppen muss. Du musst was ganz Konkretes denken. Habt ihr andere Vorschläge? Ja, die Psychotherapeuten haben sicher noch viel anderes, was sie da einsetzen können, ist klar. Und es ist so, wenn einer ich wirklich dann in der Depression nicht weiter muss, dann muss auch mal medikamentös was gemacht werden, ist klar. Ne? Aber versuchen, so schnell als möglich wieder langsam abzusetzen, dass es wieder alleine damit fertig werden kann. Und nicht zu schnell, das muss ein Arzt, Psychiater, Therapeut dann natürlich richtig beachten. Ist das deiner Erfahrung nach für jede Depression in jedem Stadium zumindest hilfreich? Natürlich gibt es Stadien, wo es anderes noch braucht. Aber die Dinge, die du jetzt gesagt hast, das Hier und Jetzt bringen, die Vergänglichkeit hinweisen und schöne Erinnerungen, ist das in jedem Fall hilfreich oder gibt es Zustände, wo es kontraindiziert wird? Also ich habe es empfunden, dass es in jedem Fall erstmal hilfreich ist, das ist sozusagen eine gute Unterstützung. Es kommt auf die Art des Menschen drauf an. Menschen sind sehr verschieden. Einige wollen es gar nicht. Einige wollen noch in der Depression bleiben. Da kann man da nichts machen. Da müssen sie es eben so erleben. Das gibt es auch. Und dann kann man natürlich nicht dran. Die lehnen das von vornherein ab, dass man mit ihnen irgendwas machen will. Geht nicht. Eine Spur von Bereitwilligkeit muss wenigstens da sein. Die Erkenntnis, dass sie selber etwas tun wollen, wenn würde zwischen einer intensiven Bestimmung und einer gesunden Depression schon so weit gehen, dass du ohne deine Bestimmung ist alles das, was die Ursula angesprochen hat. Ja. Aber wenn er kein Krankheitsbewusstsein noch ist. Und. Okay, soweit verständlich, nichts nutzen. Meine Frage ging dahin, kann wirklich kontraindiziert. Könnte ich mit solchen Versuchen etwas noch schlimmer machen? Nee, das geht eigentlich nicht. Kannst du nicht, nee. Bitte? Es kommt nicht an, eben. Es kommt entweder nicht an oder es kommt an. Aber schlimmer machen kann man sicherlich nicht. Habe noch nie erlebt. Ich habe ziemlich viel mit Depressiven zu tun gehabt und es kam meistens an, die waren nicht so in der im krankhaften Zustand so tief drin, dass man stationär oder was weiß ich sein mussten. Also, aber diejenigen, mit denen kam es meistens an. Und manche, ich weiß auch jemand, die war aber sowieso so ein bockiger Typ. Also, wollte nicht, ne? Will ich nicht, ne? Bitte. Ist ja auch ihr Recht. Ist ja ihr Recht zu sagen, will ich nicht. Fand ich dann auch in Ordnung, du nicht. Ne? Bei den ganz schweren Depressionen, das sieht man über 3 Monate, 4 Monate, und eines Tages sagt der Mensch, und mit dem arbeitet auch der Arzt, ja? Ja. Und dann dauert es Monate. Er muss erst wieder so weit sein, dass er ja, irgendwas erkennen kann, irgendwas überhaupt so einen Aufhänger wieder findet, ja. Das ist sicher richtig, glaube ich auch. So ganz ohne. Aber die meditiert haben und die so, die haben da leichter eigentlich wieder einen Zugang mal dazu, würde ich sagen. Die wissen, die haben besser die Erkenntnis, so zu sehen, ich brauche jetzt Hilfe oder ich kann jetzt wieder alleine auch was tun. Mhm. Im Grunde meine ich, dass die Depressiven die erste Aussage von der ersten Wahrheit des Buddha total erkannt haben. Das Leben ist mit Leid verbunden. Total. Ich habe Leid, andere haben Leid, aber sie sinken in das Leid rein, sie grübeln drüber, anstatt was zu tun und was zu erkennen, wo es herkommt und damit was zu machen. Das ist der Unterschied. Aber sie, an für sich, klar.
Sie haben erkannt, dass das Leben leidvoll ist. Aber sie lassen sich total ein, sie lassen sich davon sozusagen vereinnahmen, absolut. Wenn es nicht so geht, wie ich will. Das sind schon kleine Kinder. Alle wollen so, wie ich, und wie ich nicht will. Hat meine kleine Enkelin hat gerade, wir waren ja so schön in Urlaub, und da hat sie dann, waren dann wieder Mädchen, und sie hat es ein bisschen schwierig, Freundin zu kriegen, und sagt mir, ja, da habe ich eine beste Freundin, ist das denn gleich so freundschaftsam? Sie ist 10 Jahre alt, ne? Und ist ganz, ganz wichtig damit, und da rumgegangen und so. Und auf dem Heimweg dann in der Bahn, da sagt sie, ach, es war doch schön, du hast eine beste Freundin jetzt gefunden. Sagt sie, ja, das war gar nicht so schön, ich musste immer, immer wieder verzeihen. Sag ich, ja, so ist das. Mit dem immer verzeihen müssen. Das fand sie furchtbar mühsam, immer wieder verzeihen müssen. Sag ich, ja, das ist auch mühsam. Ne? Immer wieder verzeihen musste sie. Ja, und das fand sie dann auch schon wieder sehr leidhaft. Also mühsam, leidhaft. Hätte doch so glatt gehen können. Tut es aber mal nicht mal mit besten Freunden und Freundinnen. Ja, es ist mal genug. Ja, ist schön, dass es so zu einem Gespräch wird. Finde ich sehr gut. Da kommt mehr, was wir auch wirklich wissen wollen darüber. Das können wir dann mal hier miteinander besprechen. Finde ich schön. Danke euch.